Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, was haben wir hier stehen? Ein Golf 3. Wie man sieht, schon ziemlich angeschossene Karre. Der Tacho zeigt schon gar nicht mehr an, wie viel das Ding runter hat. Kommen nur noch Striche. Ja. Ist ein älterer Herr, der den fährt. Mit Laufen ist nicht mehr so, nur noch mit Krücken und so. Ja. Er braucht also sein Auto. Und ihm ist aufgefallen, dass die Vorderachse klappert. Dann hat man ihm gesagt, das Lenkgetriebe ist kaputt. Ich habe mir das angeguckt und sage, nein, das ist, sind die Axialgelenke. Dann auch direkt mal Teile bestellt. Dreieckslenker sofort mitmachen, Achsmanschette, eine ist komplett in den Fritten. Und zweimal Axialgelenke und Spurstangenköpfe. Traggelenke sind auch dabei. Ja, das war gerade lieferbar. Mal gucken, wie die Qualität ist. Zum TÜV muss das Ding nämlich auch in Kürze. Ich glaube im Oktober. Ja. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Aufbocken, Räder runter, dann sehen wir weiter. Gut, müssen einmal alles ausbauen, Dreieckslenker etc. Gerade sehr intensiv den Stabilisator gesucht, der hat gar keinen. Das ist ein 1,4er. 60 PS, da haben die sich wohl gedacht, ne, Stabilisator braucht er nicht. So, Werkzeug liegt hier schon mal. Die alten Bekannten. Schlagschrauber, selbstverständlich. Ja, einmal alles auseinander. Dann basteln wir das komplett mit neuen Teilen zusammen. Das Axialgelenk ist übrigens gestorben, weil diese berühmte Klammer, die ich oft anspreche, einfach überhaupt keine Kraft mehr hat. Ne? So. Und dann klappert es halt. Ne? Ja, das war jetzt mein Finger. Ja, deshalb mag ich die Dinger nicht. Irgendwann verlieren die Spannkraft und hast du den Salat. Ja. Gut. Dann wollen wir mal das Axialgelenk ist dann mal komplett tot, ne? Ja. Gut, schauen wir weiter. Wir hoffen, dass das alles so losgeht, wie ich mir das denke. Und die Manschette kündigt sich auch schon an. Die ist mal komplett in den Fritten hier oben.
Oh Gott. Boah, kannst du aber auch dann ziehen, willst, ne? Okay. Schlagschraube aufladen, alles mit Rostlöser einsiffen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt habe ich den halben Tag damit zugebracht, immer wieder Rostlöser da drauf zu sprühen. Was zur Folge hatte, dass der Rostlöser jetzt von dem Ganzen aufgefressen wurde. Und ich immer noch zusehen kann, ob ich das Ding loskriege. Falsche Nuss. Ja. Das Problem ist, meistens sind die Dinger in den Hülsen verklebt. Verrostet, festgerostet. Und dann hast du den Salat. Und ja. Wenn ich die Schraube abreiße, ist das richtig uncool, weil, ne, das bedeutet neuer Vorderachsträger. Und hier bewegt sich gar nichts. Immer noch nicht. So. Was machen wir da? Wir machen das heiß. Ja. Andere Möglichkeit haben wir nicht. Wie gesagt, Rostlöser ist jetzt tonnenweise drin. Bedeutet, Schraube heiß machen. Schauen wir mal. Ja, den guten Mann haben wir nach Hause gebracht. Ist auch schon über 80. Da muss er die ganze Zeit rumlaufen mit seiner Krücke. Ja, ist ein Auto, um zum Arzt zu kommen etc. Ne? Auf die Autobahn fährt er eh nicht. Alles, was hier im Umkreis stattfindet, erledigt er mit dem Auto, ne? Und vor 8-9 Jahren ist das hier alles mal neu gekommen.
Man kann auch relativ leicht rausfinden, wo die Autos herkommen. Ernsthaft. Habe ich ein Auto, was nur auf der rechten Seite defekt ist, kommen die Dinger meistens aus Hamburg. Ne? Hintergrund der ganzen Geschichte ist, du siehst einen Parkplatz in Hamburg, da musst du rein. Ne? Da knallst du auch mal den Bordstein hoch, weil so viele Parkplätze gibt es in Hamburg nicht. Ja. Hier allerdings, wenn Fahrzeuge hier länger gefahren werden, ist wirklich das Fahrwerk gleichmäßig verschlissen. Ich versuche es mit dem Schlagschrauber. Das wird nichts mit der Nuss. Mit der Stange. Achtung, jetzt wird es sehr laut. Gar nichts. Nicht ein bisschen. Nein. Gar nichts. Akku ist voll. Gerade extra aufgeladen. Tja. Gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ja, diese Hülsen da drin, ne? Ihr schraubt praktisch durch die Hülse. Ne? So, sieht was besser. Ihr schraubt praktisch durch die Hülse. Ne? So, und wenn das länger da drin bleibt und das da drin rostet, verklebt sich die Hülse. Auf der einen Seite mit der Schraube, auf der anderen Seite ist hier auf das Gummi aufvulkanisiert. Da könnt ihr dran drehen, wie ihr wollt. Und wenn die Schrauben abreißen, ist es einmal ein neuer Vorderachsträger in dem Fall hier. Was auch nicht wirklich witzig ist. Und wenn ich mir das so angucke, auf der Seite, hat irgendein Experte diese Schraube hier voll dicht genagelt. Also die ist so fest angezogen worden. Das hat mit Drehmoment nichts mehr zu tun. Ja. Tag. Ja. Ja. Nicht witzig. Da stehst du dann mit deinem Talent. Aus alle möglichen Verlängerungen und so und alles in der Richtung und kannst damit nichts anfangen, weil sowas reißt auch mal ab, ne? Und dann hast du richtig Ärger. 19 mm ist das Ganze. Jetzt versuche ich mal irgendwas anderes. Sogenannte Eisrostlöser.
hier jetzt einen Wagenheber drunter setze, könnte es eventuell vielleicht funktionieren. Also praktisch Druck ausüben mit dem Wagenheber. Und dann mit dem Brenner, das Gewinde sitzt da drin, ne? In der Ecke. Mit dem Brenner die Seite heiß machen und dann mal schauen, ob was passiert. Sagenhaft. Da drin geht es sich wirklich nicht, ne? Ich verbiege die ganze Zeit nur die Ratsche. Ich hole euch mal auf die andere Seite. So, das ist jetzt das Konstrukt hier. Mal gespannt. Vielleicht riechen auf. Die dreht sich ganz, ganz so eben. Ach du Scheiße, jetzt geht das Auto mit hoch. Ja. Schwierige Geschichte. Und das war's mit der Schraube. Ja. Das war die letzte Möglichkeit. Das ist übel. Das ist richtig übel. Nur weil einer wieder mal die Newtonmeter nicht eingehalten hat. Ich drehe mal eben kurz die Kamera um. Kleinen Moment. So. Und zwar haben wir hier das Problem. Ihr seht das Gehäuse von der Achse, ne? Ist eingedrückt, ne? Hier hat einer richtig Kraft ausgeübt. Da an der Stelle. Das ist, seht ihr diese Biegung nach innen? Warte mal. So sieht man das vielleicht besser. Ja, seht ihr diese Biegung nach innen von dem Teil? Ja, hat einer richtig angeballert. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja, angeballert. Wahrscheinlich ohne Drehmomentschlüssel oder weiß der Teufel, fest ist fest, ne? Nach dem Motto. Und ja. Und zudem wahrscheinlich, die andere Seite wird wahrscheinlich auch nicht anders aussehen, ne? Tja. Jetzt muss ich mir erst ein paar Gedanken machen zu der Geschichte hier. Weil der Dreieckslenker muss raus, da muss das Axialgelenk raus, das Rad muss auch noch raus, also hier die Radnabe muss auch noch raus, weil ich muss noch die Manschette wechseln. Die ist nämlich sehr im Eimer. Ja. Wie man sieht, die schmeißt auch schon Fett durch die Gegend, ne? Also da sieht man, ihr seht ihr den Riss. Ja. Das ist das Problem an dem Auto. Ja. Aber ich kriege den Dreieckslenker nicht mal raus. Tja, jetzt wird's witzig. Gut, bis später.
Ja, die Optionen sind, den Dreieckslenker in den Lagerstellen zerlegen. Problem an der ganzen Sache ist, im Innenraum, nicht im Innenraum, aber unten im Holm sitzt noch so ein Gewindestück. Das hält die hintere Lagerstelle. Ich zeige euch das mal eben. So, das ist der Dreieckslenker. Ja. So, das sind diese Buchsen. Da drin ist die Schraube wahrscheinlich festgerostet. Ja. In den Gewinden gar nicht mal so. Und einmal hier. Ja. Das kriegst du natürlich niemals gedreht. Und wenn du es gedreht kriegst, kriegst du es nicht rausgedreht, weil das Ding ja durch das Gummi an Ort und Stelle bleibt. Ne? Oh Mann, ja. Das bedeutet, ich muss hier an der Lagerstelle quasi vorbeisägen, dass ich den da rauskriege. Hier kann ich aber nicht vorbeisägen, weil ich muss das Ding ja rauskriegen. Das Ding ist im Holm, ist ein Gewindestück. Ja? Gibt ja manche Experten, die haben im Fußraum ein Loch und da ist eine Schraube. Das machen wir nicht. Ja? Das lassen wir mal schön sein. Wir wollen ja unsere Kunden nicht umbringen. Ja, blöde Sache. Verdammt blöde Sache. Ja. Bedeutet jetzt, ich muss mir Gedanken machen, das bedeutet jetzt, ich muss den Wagen wieder so weit zusammenbauen, dass er rollbereit ist. Dann bringen wir den auf eine Bühne und dann sehen wir mal zu, dass wir den Scheiß da rausgesägt kriegen. Das passiert aber nicht mehr heute. Ja. Ja, der wird sich freuen, der gute Mann. Alles nicht witzig. Jetzt muss ich gleich erstmal anrufen und ihm Bescheid sagen, dass die Schrauben abgerissen sind, beziehungsweise die eine. Und dass das noch länger dauert. Dass er jetzt mit seinem Nachbarn zum Arzt fahren muss. Ja, die teilen sich die Fahrten. Ja, finde ich ganz gut. Und dann, ja. Sonst irgendwie eine Lösung einfallen lassen. Hier sind alle Schrauben. Ich hab, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade auch schon versucht zu drehen. Da ist gar nichts. Da machst du nichts dran. Die anderen Schrauben auf der anderen Seite sind exakt genauso bescheiden wie die hier. Auch alles komplett festgerostet. In der kompletten Hülse. Man sieht richtig, wie sich die Gummilagerung, ich zeige euch mal lieber hier, man sieht richtig, wenn man an der Schraube etwas bewegt, wie sich diese Gummilagerung da drin verdreht. Ne? Genauso wie hier. Sieht man direkt. Man dreht an der Schraube, verdreht sich. Kriegst du nicht eingefangen mit der Kamera, deshalb lassen wir das mal einfach. Ja. Gut. Ich baue den Wagen eben wieder zusammen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und mal gucken, wie wir das auflösen hier. Bis dann.